Hey, na? Was? Ja, ne? Also, ich kenne jetzt nicht all deine Freunde, aber die, die ich kenne. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Julia, wir haben jetzt 3:42 Uhr und ich habe mich heute hier versammelt, weil wir den 22.06. haben und das bedeutet, dass ich die große Ehre habe, dir heute zum Geburtstag gratulieren zu dürfen. Aus diesem Anlass wünsche ich dir für die nächsten 366 Tage alles erdenklich Gute, viel Glück, viel Gesundheit, viel Erfolg, lass dich angemessen feiern und vielleicht sehen wir uns ja bald schon auf dem Festival. Wer heute Geburtstag hat? Nee, wer denn? Ed! Hi Ed. Ich und Hermine und Malfoy wünschen dir alles Gute zum Geburtstag. Ich hoffe, du bleibst so, wie du bist und wir sehen uns sicherlich bald wieder, wenn ich nicht gerade auf dem Boden liege. Du kriegst sogar ein Herz. Ich versuche schon die ganze Zeit, es irgendwie hinzubekommen, dass ich dir diese blöde Tröte aufblase, aber diese verdammte Technik will nicht. Das ist jetzt natürlich scheiße, weil es jetzt natürlich alles total gefailt aussieht und es dann heißt, hör, die Niki, die kriegt nicht mal hin, so ein doofes Ding da aufzublasen, ne? Aber eigentlich wollte ich ja was ganz anderes. Genau, ich wollte sagen, dass du für deine jetzt 45 Jahre dich super gut gehalten hast, dass ich wahnsinnig stolz drauf bin, dass du deine Filmkarriere geschafft hast, dass du deine Golden Globes abgesahnt hast, dass du mittlerweile deinen ersten Oscar in den Händen hältst. Und ja, ich wünsche dir, dass es so weitergeht und dass du mit 60 noch so aktiv bist und ach so, was? Oh. Entschuldigung, ich höre gerade, du bist 16. Ja, also, wenn das so ist, dann wünsche ich dir einen schönen Perso, auf dass du nächstes Jahr dann irgendwann anfangen kannst, Führerschein zu machen. Und du darfst jetzt Alkohol trinken, glaube ich, zumindest Bier. Oh Gott, wie war ich mit 16? Ach, egal. Das ist ja schon so lange her bei mir. Aber ganz abgesehen davon wünsche ich dir trotz allem alles Gute. Lass dich nicht ärgern, auch nicht von mir. Und feier schön und auf dass du mir schön gesund bleibst, dass wir noch viele, viele Sachen zusammen drehen werden und so viel Spaß haben, wie wir hatten. Und ja, das war's eigentlich von der Unschuld. Hallo Julia, da meine Kreativität im Moment so ziemlich auf Null ist und ich die ganze Zeit überlegt habe, was ich jetzt genau zu deinem Geburtstag mache und mir nichts eingefallen ist, habe ich beschlossen, ganz einfach alles Liebe zum Geburtstag zu sagen. Und ich hoffe, du hast einen schönen Tag und schöneres Wetter als hier ist. Hab dich lieb. Auch ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag und hoffe, trotz des schlecht improvisierten Zensurbalkens und der tapsenden Schritte von Xenia im Hintergrund, dass du ein schönes neues Lebensjahr haben wirst. Haha, haha, hahaha, deine Videos sind gut. Hallo Julia, ich habe dir heute zum Geburtstag ein Bild gemalt. Nein, nicht das Bild, das habe ich mal irgendwie aus Langeweile gezeichnet. Ich habe dir ein kleines Bild innerhalb von 10 Minuten gebastelt, da ich doch irgendwie ein bisschen verpeilt habe, dass ein Video stattfinden sollte. Und zwar alles Gute. Ja, ich weiß nicht, ob man das sieht hier, diese Sternchen. Moment, ich muss mal gucken. Ja, sieht man, glaube ich. Schön, wa? Also musste das doch recht schnell machen und dann hat sich das Programm aufgehangen und ich konnte erstmal gar nichts mehr machen. Auf jeden Fall. Moment. Das muss ich auch wieder so ganz, ganz nerdig machen. Meine abschließenden Worte. Alles Gute zum Geburtstag. Ich habe mir gedacht, ich leiste dem Ganzen jetzt auch mal einen kleinen Beitrag. Von daher erstmal herzlichen Glückwunsch.
herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und Happy Birthday und bla 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 und lass dich schön beschenken. Ich hoffe, du bekommst hier coole Sachen und feier den Tag schön und mit deinen Freunden. Ich denke, du bist ja noch in England dann. Und ich habe mir gedacht, ich laber jetzt nicht einfach nur irgendwas, sondern ich mache auch mal was so für mein Secret Talent sozusagen. Also ich weiß wohl, wo es ist, aber man kann anhand der Staubschicht kann man sehen, wie lange ich jetzt nicht mehr angefasst habe. Also, ich schenke dir jetzt natürlich kein Saxophon, aber ich habe mir gedacht, ich spiele für dich Happy Birthday. Das waren jetzt meine bescheidenen Saxophonkünste. Aber ich sagte ja schon vorher, ich habe seit Ewigkeit nicht mehr gespielt und ich hoffe, das geht. Sonst mache ich es auch wohl nochmal. nein. und von daher, ich habe es ja gerade schon tausendmal gesagt, aber ich wünsche dir noch einen schönen Geburtstag. Feier schön mit deinen Freunden. Ja, freilich muss sie sich, ne? Und fühl dich gut. Hey, na, Julia? Ja, ich habe jetzt zwar nicht irgendwie tolle Webcam-Effekte und kann auch nicht so eine blöde Tröte blasen. Ich habe auch keine Lego-Harry-Potter-Figuren oder so und auch keine exorbitant tiefe, geile Stimme. Aber ich dachte mir, ich drehe mal hier an der frischen Luft, weil Natur ist schön und damit ist das Video jetzt bestimmt genauso toll wie die anderen Videos. Ich kann auch kein Saxophon spielen oder so und ja, allgemein bin ich nicht so toll, aber dafür kann ich ein Video machen, das dir hoffentlich gefällt. In dem Sinne, alles Gute, Happy Birthday, hab schön gefeiert, das Video kommt jetzt ein bisschen spät, das weißt du sicherlich, wissen wir alle. Naja, was ja nicht zuletzt daran liegt, dass du in England warst und allgemein, dass ja, es ein paar Verzögerungen gab mit der Abgabe von den Videos. Ich hoffe trotz allem, dass du dich drüber freuen kannst und ja, wie gesagt, alles Gute.